Hallo meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen, schönen Samstag, schönes Wochenende, ich hoffe. Und unsere Liebesbotschaft, meine Lieben, zum Wochenende. Was erwartet dich an diesem Wochenende? Kann sein, dass du schaust einen Monat später diese Botschaft. Das heißt, diese Botschaft ist aktuell für dich hier und jetzt, nicht vor einem Monat. So, was passiert dieses Wochenende? Familienessen, Familientreffen, Familienunternehmen, irgendwie welche Feierlichkeiten, vielleicht Geburtstage, ja, so wie aussieht. Kann sein, dass irgendwie welche sehr enge Freunde des Familie, jemand vielleicht heiratet. Hier kann irgendwie welche feiern. Jubiläum, Geburtstag, Hochzeit, Verlobung, alles Mögliche. So wie aussieht, Vorbereitung zu einem Familienessen vielleicht, nur Familienessen vielleicht. Aber so wie aussieht, das bringt mit sich auch für dich ein bisschen, wie sagt man, kümmern sich musst du. Haushalt putzen, vielleicht helfen, kochen, waschen, lalala, sowas, sowas ähnliches. Ja, und das macht fertig am Abend, an diesem Wochenende. Was noch im Liebesbereich, was wird? Aha, meine Lieben, schau mal her. Volle Programm in der Liebe. Aha, so, diese Karte hier, aber hier, was haben wir hier? Nicht nur Familienunternehmen, auch haben wir hier einen liebevollen Mann, ein schöner Romantiker vielleicht, zärtlich und König der Kelche. Ein Wort König der Kelche. König der Kelche ist richtig ein Romantiker, schaut mal, meine Lieben. Er kann dir vor deinem Balkon, wie sagt man, Serenaden singen. Wenn ihr kennt, dass so schöne Liebeslieder singen, vielleicht ist er ein Dichter. Er schreibt Gedichte, vielleicht Liebesgedichte, Liebessongs und so weiter. Ich sehe hier, schaut mal, meine Lieben, Kelche, Kelche, Kelche. Was hier? Aha, jetzt teile ich das. Das heißt, ich erkläre jetzt, was ich sehe hier und ich erkläre, was sehe ich hier. Hier sehe ich, dass bei einem Familienessen oder Treffen, das, was mit Familie oder Freunde zu tun hat, ich sehe hier einen Stress, eine Trennung sogar könnte sein. Kein gutes Gespräch. Ich sag mal so, das, was dir so viele Mühe bereitet hat, schön angefangen hat, wird nicht so gut enden, so wie aussieht, meine Lieben. Jetzt kommen wir zurück zum Liebesbotschaft, wirklich was in der Liebe, nur die Kelche. Das heißt, diese Karte zeigt uns, fängt Frühling an, meine Lieben. Stellt euch vor, das ist März schon. Für dich Frühling kommt. Für dich kommt Frühling. Wärmt dein Herz. Aber, meine Lieben, wie ich sehe, er trägt die Maske. Das heißt, schau, egal was er dir verspricht, entspricht nicht die Wahrheit. Pass bitte auf. Diese Karte auch sagt, karmische Begegnung irgendwie. Ich sag mal so. Eine wunderschöne und ereignisvolle Wochenende wirst du haben. Ich glaube, alle. Alle werden haben. Karmisch. Karmisch. 20. Arkan sagt auch Karma. Irgendwie alte Menschen können, nicht alte Menschen, Ex, irgendwie ehemalige, unsere Geliebte können auch auftauchen. Diese Karte kann uns auch das sagen. Meine Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall. Ah, stopp, stopp, stopp. Noch eine
Seele, Botschaft für die Seele, Seelenbotschaft noch eine dazu. Und das ist wie eine Vertrauen. Ein Licht leuchtet am Ende des Tunnels. Richte deine Augen darauf und geh ins Vertrauen. Alles wird gut. Genau, meine Lieben, ist egal, ob diese Situation trifft zu oder diese Situation. Vertrauen. Genieße die Wochenende. Viel Spaß auf jeden Fall, meine Lieben. Alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.